wir haben so ein paar Themenkomplexe überlegt und der erste wäre tatsächlich die Frage nach Demokratiefeindlichkeit bei Jugendlichen. Wie sieht es denn aus? Ne? Wir haben ja eine gewisse Müdigkeit von diesen ganzen Transformationsprozessen, zumindest bei Älteren. Es ist schon schwer, aber es gibt vielleicht eine gewisse Missachtung eines gleichberechtigten Zusammenlebens in Vielfalt, zumindest in einer relevanten Minderheit. Wie würdet ihr denn das einschätzen, wie das bei Jugendlichen ist? Ihr dürft euch aussuchen, wer anfangen mag. Also wir haben ja immer so den Metablick eher so auf die ganze Geschichte und grundsätzlich kann man eigentlich feststellen, dass es vor allen Dingen so eine Generation ist, die ja extrem anfällig ist, auch für Demokratiefeindlichkeit und Müdigkeit. Und das ist die, die in den 90er Jahren sozialisiert worden sind. Und die sind ja nun heute beim besten Willen keine Jugendlichen mehr. Die sind so ab zwischen 30 und 50 etwa. Diese Generation ist das, die tatsächlich auch immer das große Wählerpotenzial auch demokratiefeindlicher Parteien darstellen. Dahinter, darunter ist es lange Zeit so gewesen, dass junge Menschen, Jugendliche eher weniger demokratiefeindliche Parteien in diesem gewählt haben, als man das üblicherweise in den Generationen danach zu sehen bekommt. Wobei es da in den letzten Jahren durchaus auch Entwicklungen gegeben hat, dass die da eine relevante Rolle spielen. Also man muss schon sagen, es gibt auch unter Jugendlichen Menschen, die dem politischen System, in dem wir leben, skeptisch gegenüberstehen und auch bestimmte Werte ablehnen. Aber unsere Einschätzung wäre, dass das in der Tat eher die kleinere Gruppe ist und das große Problem in der Hinsicht sind eher ältere Menschen und nicht die jungen Menschen. Insofern finde ich es auch immer ein bisschen fatal, wenn wir von Rechtsextremismus oder Demokratiefeindlichkeit reden, dass wir lange Zeit oder auch immer noch vor allen Dingen auf Jugendliche schauen und Jugendarbeit schauen. Die ist wichtig in der Beziehung, aber was sozusagen die Einstellungspotenziale angeht, haben wir es eigentlich mit anderen Kohorten zu tun, die da eine Herausforderung darstellen. Also das wäre jetzt zumindest erstmal so eine Metasicht. Vielleicht kannst du das ergänzen, Nicole. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Begriff demokratiefeindlich zu scharf die ganze Sache formuliert, weil es, denke ich, keine Demokratiefeindlichkeit ist, sondern eher das Gefühl junger Menschen, unterrepräsentiert zu sein in dieser Demokratie. Das hat einmal was mit den ganzen Generationen zu tun, die ja repräsentiert werden müssen in der Demokratie. Das hat aber vermutlich auch was mit dem Wahlrecht zu tun. Also Landtagswahlen ab 18, Kommunalwahlen ab 16 in Sachsen-Anhalt. Wie fühle ich mich dann auch als jugendliche Person in der Politik gehört, verstanden, wenn ich erst ab einem bestimmten Alter an Wahlen aktiv teilnehmen kann? Und ist Wahlen schon per se Partizipation an Politik und stärkt es die Demokratie in dem Sinne, wie ich mich gerne beteiligen möchte? Das sind, glaube ich, die spannenden Fragen dahinter und der Punkt, wo wir mit Jugendbildung und Jugendarbeit stark ansetzen können, um eben jungen Menschen eine Stimme zu verleihen, um ihnen selbst eine Stimme zu geben, um sie zu empowern, sich an den ganzen Prozessen, so schwierig sie manchmal auch für Jugendliche sind, zu beteiligen. Und was wir auch ganz stark immer wieder wahrgenommen haben, insbesondere auch im Zusammenhang mit den U18-Wahlen, die ja Wahlmöglichkeiten für junge Menschen ermöglichen, aber ohne ein Ergebnis auf die Wahlergebnisse zu haben, ist, dass junge Menschen weniger konservativ wählen und eher atomisiert. Also ganz das Parteienspektrum breitet sich stark aus in der Stimmvergabe. Das ist nochmal ein komplett anderes Wahlergebnis, als man es bei den legitimen Wahlen sieht. Also ihr sagt, es gibt wer heißt ja auch für Jugendarbeit, ist eigentlich die Bekämpfung Rechtsextremismus oder ich sage bewusst nochmal das Thema der Vielfalt, ne? Weil das so aus meinem Gefühl eins ist, was schon alleine, weil die Vielfalt in der Schule nicht so erlebt wird. Also wenn ich an meine Frau, die in Stuttgart sozialisiert ist, die hat natürlich eine ganz andere Vielfalt erlebt, als meine Kinder erleben, einfach in ihrer Schule. Und es ist so eine Frage, muss man da mit Jugendlichen was machen? Wäre das eine Aufgabe für Jugendpolitik? Wäre das eine Aufgabe für Jugendmitarbeiter, an der Stelle was zu arbeiten? Oder habe ich jetzt auch gehört bei euch, naja, kann man schon machen, aber wichtiger wäre eigentlich, das für die Erwachsenen zu tun, also für die Eltern. Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich glaube, also A gibt es ja das Phänomen, was Nicole gerade beschrieben hat, dass Jugendliche sich fragen, warum soll ich mich politisch engagieren, wenn ich keine Mitsprache habe. Das heißt, allein deshalb muss man natürlich aktiv werden, um
Jugendlichen, jungen Menschen die Gelegenheit zu geben, Wirksamkeit zu erfahren und auch Engagement zu erfahren, weil das sind ja die, die dann mal wählen und sich hoffentlich in Parteien und Vereinen engagieren und Gesellschaft gestalten. Und das können sie nur, wenn sie dann Zugang zu finden und ihnen das auch ermöglicht wird. Und das ist ja auch ein Teil von Jugend- und Sozialarbeit, solche Räume zu schaffen und zu öffnen, um sich auszuprobieren und um das zu tun. Das ist das eine. Und zum anderen die Tatsache, dass junge Menschen, so sie denn dann schon wählen können, weniger die AfD wählen als die über 30-Jährigen, heißt ja nicht, dass bestimmte Einstellungs-Items, die wir so als problematisch in der Gesellschaft ansehen, nicht auch dort Verbreitung finden. Und wenn wir in die Schulen gehen, ist es ja je nach Region, je nach Schulart durchaus so, dass da auch natürlich junge Menschen sind, die irgendwie keine Idee davon haben, was eine vielfältige und offene Gesellschaft ausmacht oder da auch irgendwie mit fremdeln, weil sie das natürlich von zu Hause mitbringen, weil sie die medialen Diskurse im Internet erleben. Also insofern ist es tatsächlich auch eine Herausforderung, aber sozusagen eine andere, als so gemeinhin getan wird. Also weil da viel mehr Offenheit noch da ist und viel mehr Gestaltungsspielräume, die sozusagen bei den Generationen danach eben vielleicht nicht mehr ganz so groß sind. Genau, das ist ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber ich glaube schon, das bekräftigt im Prinzip das, was du sagst, Pascal. Wir tun nur das eine und lassen dennoch das andere. Und wir fokussieren immer wieder auf die Zielgruppe der jungen Menschen und meinen, wir müssen denen explizit und insbesondere und ausschließlich alle möglichen Handwerkszeuge für politische Bildung, für Demokratiestärkung und so weiter mitgeben. Das ist wichtig, ja. Und das tun wir in den Bereichen der Jugendarbeit, der Jugendbildung sehr intensiv. Das tun wir womöglich auch im Bereich der Schulsozialarbeit, der internationalen Begegnungen und. Da gibt es unsäglich viele Projekte. Aber genau das ist das Problem dahinter. Wir arbeiten in Projekten, die ganz oft auch eine Feuerwehrfunktion erfüllen. Dann passiert irgendwo ein rassistischer Angriff. Dann gibt es wieder eine Projektauflage, um junge Menschen vor Rechtsextremismus zu schützen, ihnen die Konsequenzen aufzuzeigen und. Und es hat aber keine Kontinuität. Da ist ein Fehler im System einfach, weil wir brauchen eine stetige Kontinuität von den Angeboten. Jugendarbeit muss zuverlässig vor Ort durchführbar sein, ohne jedes Jahr um Fördermittel zu bangen, ohne jedes Jahr um die Fachkräfte zu bangen, einfach eine Kontinuität reinzubringen. Und auf der anderen Seite stellen wir als Erwachsene immer einen ganz hohen Anspruch an junge Menschen, was die alles für Kompetenzen erwerben sollen, was sie für einen Bildungsanspruch haben sollen, was wir ihnen alles mit auf den Weg geben sollen. Aber stellen wir diesen Anspruch auch an die Erwachsenen selbst und wo wird dieser Anspruch umgesetzt? Also das sind immer sehr, sehr starke Ambivalenzen, die ich da wahrnehme. Von der einen Zielgruppe fordert man es und die andere Zielgruppe lässt es komplett. Das ist ein besonders guter Punkt. Das würde ich auch nochmal sagen und stark machen wollen, dass es in der Jugendarbeit ja auch und vor allem um Haltung gehen muss. Und zwar derjenigen, die in der Jugendarbeit arbeiten. Da ist es dann weniger relevant, welche Themen da gerade bearbeitet wird oder ob man sich mit dem politischen System der Bundesrepublik beschäftigt, sondern dass junge Menschen die Gelegenheit bekommen, Haltung zu erfahren, Haltung zu Demokratie, zu Weltoffenheit, zu Vielfalt in der Gesellschaft. Oder eben auch Grenzen, wenn es denn sein muss. Ich glaube, da gab es zumindest eine Zeit lang auch immer so eine gewisse Scheu in der Jugendarbeit, diese Haltung auch zu reflektieren und auch irgendwie nochmal bewusster in die Arbeit hineinzunehmen, weil man natürlich auch nicht politisieren möchte. Aber ich glaube, diese Haltung braucht und die Ansprüche, die wir an die jungen Menschen stellen, müssen wir eben auch an uns selbst stellen. Genau, aber genau diese Haltung kannst du ja im Kleinen schon erwirken, ne? Du musst den jungen Menschen mehr zutrauen und mehr Zuspruch gewährleisten. Einfach schauen, dass sie selbstorganisiert auch Dinge vor Ort umsetzen können, dass sie dafür Wertschätzung im Kleinen erfahren. Und das wirkt sich ja dann meistens gut auch im Größeren aus. Ganz spannend, was ihr gerade sagt. Das deckt sich so mit ein paar ganz persönlichen Beobachtungen. Ich war jetzt irgendwie mal in Barby in einem Interview und da gibt es so einen jüdischen Friedhof, der ist im Hinterhof und dann bin ich da rein und dann hat uns der uns alles gezeigt und dann kommt die kleine Tochter, die Enkelin an und sagt: Opa, das sind Gäste, da musst du die Maske aufsetzen. Ja, und wurde so, das war auch so, das, ja, das ist so ein ganz anderes Thema, aber so für die Jugendlichen, das habe ich ganz oft jetzt erlebt bei Corona-Themen, dass Jugendliche da ganz das sehr reflektiert angegangen sind und eher Eltern gesagt, eher so kritisch waren oder das problematisiert haben. Also vielleicht ist da was dran. Das ist natürlich nochmal eine spannende Frage, was das heißt für die Jugendmitarbeiter oder für unsere Arbeit. Jetzt habt ihr die ganze Zeit aber erzählt, dass Beteiligung so wichtig ist. Dann mache ich da gleich mal weiter und frage mal, wie sieht es denn aus? Also
Es gibt ja immer, also Beteiligungsprojekte werden ja, ist so, also da sind wir auch wieder an dem Punkt, den Nicole gerade angesprochen hat. Projekte gibt es da ja immer wieder. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Das ist Beteiligung, wenn ihr mal auf, das ist ja kein neues Thema, auf die letzten 20 Jahre vielleicht guckt oder 15 oder was ihr gut überblicken könnt. Hat sich da Jugendbeteiligung in irgendeiner Weise verbessert, verstetigt? Sind Rahmenbedingungen geschaffen worden? Irgendwelche Gesetze, Verordnungen sich so verändert, dass Jugendbeteiligung jetzt, dass Jugendliche mehr mitbestimmen können, dass Jugendbeteiligung leichter ist? Ja, also ich glaube schon, dass wir mit Blick auf Sachsen-Anhalt im puncto Beteiligung einen Schritt nach vorne gemacht haben. Auch dank vieler Beteiligter, Verbände, Vereine, Strukturen, die da willens waren, das Ganze umzusetzen und zu stärken und das auch politisch Gehör gefunden hat. Ein Punkt der erfolgreichen Beteiligung oder der erfolgreichen Verbesserung von Beteiligung ist das jugendpolitische Programm des Landes, was über 6 Jahre lang entwickelt wurde mit jungen Menschen zusammen. Man kann natürlich darüber streiten, ob 6 Jahre für junge Menschen ein attraktiver Zeitraum ist. Aber das will ich jetzt gerade an der Stelle vielleicht mal nicht tun, sondern wirklich sagen, dass sich das Land da auf den Weg gemacht hat, die Interessen und Bedarfe von Jugendlichen einzusammeln, aufzubereiten und zu reflektieren, was die Herausforderungen sind im Umgang. Ebenso haben wir im Kommunalverfassungsgesetz nochmal eine Verstärkung des Paragraphen 80, der die Beteiligung von jungen Menschen vor Ort nochmal besonders betont. Er ist nicht verpflichtend, aber er ist schon besonders betont. Und es regt natürlich die Kommunen an, junge Menschen auch in ihre Entscheidungsprozesse hereinzuholen. Da sind wir wirklich weiter nach vorne gegangen, aber wir müssen auch schauen, dass wir nicht nur junge Menschen in Beteiligungsprozesse hereinholen, die bereits in organisierten Strukturen sich aufhalten, sondern wir müssen gucken, dass wir auch die mit Beteiligungsprozessen erreichen, die nicht so unbedingt vor unserer Tür stehen als Vereine, als Verbände, als Träger, sondern die sich eher so ein bisschen in sich zurück und ihre eigene Sozialräume zurückziehen. Und eben auch die jungen Menschen zu beteiligen, wird eine große Herausforderung, glaube ich, für die nächste Zeit sein in dem Land. Also da auch nochmal den Blick zu schärfen. Ich würde die Einschätzung teilen, die Rahmenbedingungen sind gar nicht so schlecht, aber es gibt sozusagen ein paar Negativaspekte oder Wermutstropfen, wenn man so möchte. Zum einen muss man natürlich schauen, dass Beteiligungsverfahren nicht nur formal sind, sondern dass sie mit Leben gefüllt werden. Also das erlebt man halt leider auch aus Zeit, aus Ressourcengründen, eben weil Entscheidungsprozesse ohnehin an ganz anderen Stellen fallen, ist das ja ganz oft bloß, naja, wir müssen dann auch nochmal die Jugendlichen zu einem Thema X anhören, ohne dass das jetzt große Auswirkungen auf Entscheidungen haben muss unbedingt. Und das ist natürlich eher schwierig und fördert sozusagen auch nicht die Motivation, sich zu beteiligen. Und das andere ist, dass Beteiligung nicht immer von Anfang an auch in den Schulen und in den Primärsozialisationsorten von Kindern und Jugendlichen gelebt wird. Und dann natürlich ganz oft Projektträger oder andere die Erfahrung machen, dass es unheimlich schwer ist, überhaupt Jugendliche zu finden, die sich da einbringen, weil es schwierig ist zu vermitteln, was der Nutzen und Sinn und Zweck des Ganzen ist, weil die Anforderungen von Schule und Ausbildung irgendwie kaum zeitliche Ressourcen lassen, weil der ländliche Raum es schwierig macht, irgendwie was Fahrtwege und Zeiten angeht, irgendwie sich beteiligen zu können. Das sind ja alles so Dinge, Hinderungsfaktoren, wo man sicherlich noch arbeiten muss. Und da bietet ja auch die Digitalisierung neue Chancen und Möglichkeiten, Beteiligung zu organisieren und auch mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen, die eben in den klassischen Beteiligungsverfahren eher weniger sich dran beteiligen. Aber das wirft ja gleich die Frage auf, wie ernst nehmen wir Beteiligung in den verschiedenen Strukturen und Gremien und welche Möglichkeiten der Beteiligung gibt es letztendlich? Also ich erzähle ja auch immer sehr gerne, dass ich Jugendparlamente nicht so gelingend immer finde, weil die sich oftmals an den Erwachsenenstrukturen orientieren und damit gefordert wird, dass Jugendliche sich mit Anträgen aus Kreistagen auseinandersetzen, da unwahrscheinlich viel Papiere lesen, dann selbst Anträge schreiben und. Das macht Beteiligung nicht attraktiv, wenn man das mit den verkrusteten Strukturen auf junge Menschen überträgt. Da müssen wir anders mit den Jugendlichen arbeiten, da müssen wir anders auf sie zugehen, andere Formen finden, die ihnen eher entsprechen und die sie eher abholen, auch sich in die Prozesse einzubringen. Und dann ist die Frage, wenn sie sich einbringen, bringen sie sich nur ein, damit sie sich einbringen? Oder was passiert mit der Meinung, die dann gespiegelt wird? Inwiefern findet die Einfluss auf kommunalpolitische oder auf landespolitische Vorgänge? Wie stark wird die Meinung von Jugendlichen gehört und zu welchen Themen wird sie dann gehört? Also fragen wir ganz klassisch nach der Spielplatzgestaltung oder fragen wir auch mal nach,
Buslinien, Ackerbau und Digitalisierung. So, auch dazu haben junge Menschen immer wieder eine Meinung. Und zu vielen anderen Themen. Zum ländlichen Raum, weil du das Pascal sagst, machen wir ja dieses Partizipationscafé, wo wir immer wieder auch gucken. Und da war gerade das letzte Mal, waren die ganz berühmten Jugendgemeinderäte aus Mulde-Stausee da, also die Jugendlichen. Und ich habe ganz bewusst auch gefragt, wie nutzt ihr Social Media? Und wenn ich es jetzt mal vereinfacht zusammenbringe, sagen die, naja, aber eigentlich erreichen wir die Jugendlichen, weil wir sie kennen und sie persönlich ansprechen können. Also die nutzen Social Media und auch erfolgreicher vielleicht als wir, aber die erreichen damit auch überwiegend die Jugendlichen nicht. Und das ist ja eine spannende Erfahrung, so Digitalisierung, dass das im ländlichen Raum ja eher schwerer ist. Ne? Wir haben ja auch diese Situation, dass in Wittenberg der OB sich wünscht, dass die ganzen Startups aus Berlin kommen, weil die Mieten viel günstiger sind. Aber irgendwie scheint die Stimmung nicht so zu sein und der ganze Rahmen nicht so zu sein. Nun haben wir nicht mehr die ganz große Abwanderung, aber ist ja schon immer, ist es für Jugendliche denn überhaupt lebenswert, dann hier zu leben in Sachsen-Anhalt? Wie ist denn da so euer Eindruck? Ich glaube, das kommt immer ganz drauf an, wo sie aufwachsen, welche Erfahrungen sie machen. Ich weiß, vielleicht hat Nicole da auch nochmal andere Einschätzung. Und ich glaube, die Chancen und Potenziale wären schon da, aber wenn sozusagen vor Ort nichts mehr passiert oder auch irgendwie keine Möglichkeiten da sind, gerade im ländlichen Raum außerhalb der Schule noch irgendwo hinzukommen, dann irgendwie sinkt natürlich Attraktivität von Regionen dramatisch. Und dann nützt eben natürlich, da hast du vollkommen recht, die Digitalisierung auch nichts. Man muss ja erst junge Menschen oder überhaupt Menschen auf einer bestimmten Ebene erreichen, bevor sie dann auch die Idee entwickeln, man könnte jetzt auch über Social Media Dinge vereinfachen und irgendwie kann sich Fahrwege sparen, aber vorher brauchst du natürlich irgendwie die Foren und da muss man, glaube ich, Infrastruktur nochmal anders denken, man muss Schule stärker öffnen, auch für eine offene Jugendarbeit, für freie Träger, man muss irgendwie Veranstaltungsorte, ich meine, in Pandemiezeiten klingt das alles schon wieder fast utopisch. Man muss eben gucken, gibt es Orte, wo Menschen sich ohnehin aufhalten, die eben auch Orte sein können, wo sich zum Beispiel junge Menschen wegen was auch immer treffen. Ja, das können ja in den Dörfern, können das die Dorfgemeindehäuser sein, das kann eine Schule sein, das kann irgendwie ein regionales Museum sein, was auch immer. Ja, und das, da muss man, glaube ich, nochmal kreativer werden und versuchen, Dinge, Faktoren zu finden, die eben Regionen wieder attraktiver machen. Sonst werden wir das tatsächlich erleben, dass irgendwie aus strukturschwachen Räumen weiter wir eine Abwanderung sehen werden. Also die ist sicherlich nicht gestoppt, sondern irgendwie vielleicht verlangsamt. Ich habe neulich die Wir-Studie gelesen, die müsstest du ja auch kennen, zumindest Tobias, oder drinnen rumgelesen, ich habe sie nicht komplett gelesen. Und da gibt es einige Aussagen, einige Passagen in der Tat, die sich mit meinen Erfahrungen an der Stelle auch insoweit decken. Also ganz klar wird das Leben der jungen Menschen nach wie vor im Alltag durch die Schule strukturiert. Und dann ist vieles, wie Pascal eben auch schon andeutete, an Mobilität gebunden und an Angebote vor Ort. Und je stärker so ein Netzwerk, so ein strukturelles Netzwerk und eine Mobilität gegeben ist, desto höher ist auch der Verbleib in der Region für junge Menschen. Dazu kommt dann noch eine berufliche Perspektive, eine Ausbildungsperspektive, eine Studienperspektive. Dann können sich junge Menschen schon vorstellen, auch in ihrer Heimatregion zu bleiben und dort auch sich zu engagieren und auch andere mit in dieses Engagement zu holen. Was auch immer wieder wichtig ist, dass sie eigene Entfaltungsmöglichkeiten haben, dass sie Räume haben, in denen sie sich ausprobieren können, dass sie auch öffentliche Räume mal für sich nutzen können, kleine Veranstaltungen planen, dafür Wertschätzung erhalten. Wenn das alles nicht gegeben ist, ist eine Abwanderungstendenz steigend. Allerdings, das sagt die Wir-Studie und das finde ich sehr spannend, kommen die dann irgendwann, wenn sie im höheren Erwachsenenalter sind, auch wieder zurück. Das heißt aber für die Region, dass wir die Jugend verlieren, dass dort keine jungen Menschen gefühlt zwischen möglicherweise 15 und 35 leben. Das, wenn ihr das so sagt mit den Jugendlichen jetzt und die auch noch vielleicht auch noch weggehen, dann bleibt ja noch das Problem, dass der demografische Wandel insofern ja nicht abgewendet ist, als dass wir immer einen deutlich größeren Teil an älteren Menschen haben, an der auch erstmal noch größer wird, selbst wenn Jugendliche nicht weggehen. Habt ihr da den Eindruck, dass es in Sachsen-Anhalt ein Thema ist und da auch irgendwie im Blick ist, wie man da dem entgegenwirkt? Also das heißt ja, ich gehe jetzt mal auf die Beteiligungsebene zum Beispiel. Selbst wenn jetzt, nehmen wir mal an, man könnte ab 16 wählen, würde das ja gar nicht so viel ändern, weil so viele 16-Jährige haben wir ja gar nicht, wie wir über 60-Jährige haben. Also gibt es da irgendwelche Ideen, wie man damit umgeht? Habt ihr das Gefühl, das wird strukturell bedacht oder ist das was noch gar nicht im Blick ist?
Ich befürchte, dass das in dieser Konkretheit noch nicht im Blick ist, dass man zwar versucht, die Zielgruppe Jugend aufzuschließen und sie, wie wir eingangs auch sagten, demokratisch zu bilden, politisch Angebote zu bieten, in denen sie so ein bisschen Erfahrungen und Prägungen bekommen. Aber letztlich wird, glaube ich, dieser Generationenkonflikt, der dort entsteht, beziehungsweise der präsent ist, nicht angefasst. Und es wird nicht überlegt, wie wir zum Beispiel kommunale Parlamente attraktiver für junge Menschen machen können, dass die sich schon frühzeitiger in der Kommunalpolitik beispielsweise engagieren. Ganz im Gegenteil, die Gremiensitzungen sind zeitlich so unattraktiv, dass das junge Menschen, die sich im Job befinden, teilweise gar nicht ausüben können. Oder aber wir erleben es sowohl auf der kommunalen Ebene als auch auf der Landesebene, dass Menschen seit mehr als 25, 30 Jahren in ihrer PolitikerInnenrolle verharren, erstarren und da kein Personalwechsel stattfindet. Und dann fragen sich natürlich junge Menschen zu Recht, wie sie da noch mit ihren Belangen berücksichtigt werden. Das sind aber Punkte, die den Generationenkonflikt aus meiner Sicht schüren, weil die eine Generation, also die ältere Generation, an vielen Positionen, Funktionen festhält und die Jungen nicht nachrücken lässt und gleichzeitig immer wieder auch so ein Erklärbärmechanismus dahinter setzt. Ich war auch mal jung, ich weiß, was die Jugend braucht. Früher war alles sowieso besser. Und das demotiviert ganz dolle. Und das zu überwinden, ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung in dieser Gesellschaft. Da können so eine Ansätze wie ein jugendpolitisches Programm, Beteiligungsprojekte und ein Stück weit beitragen. Aber eigentlich müssen alle Menschen der Gesellschaft bereit sein, dieses Dilemma zu überwinden und auch ein Stück von dem eigenen, was man hat, abzugeben an junge Menschen. Also ich würde auch sagen, das steht und fällt tatsächlich mit der Frage, wie es uns gelingt, dass junge Menschen sich beteiligen, weil wir natürlich auch also ein Repräsentationsproblem haben. In dem Moment, wie eine Gesellschaft älter wird, sozusagen, spielen junge Perspektiven natürlich in den Entscheidungen weniger eine Rolle. Also wir merken das ja auch auf anderen Ebenen, wenn wir uns Parteistrukturen angucken, die halt stark im urbanen Raum sind, schwächer im ländlichen Raum. Auch da werden ländliche Perspektiven haben weniger Chancen, diskutiert zu werden, als sozusagen die großstädtischen oder urbanen Fragen, die sozusagen eine Mehrheit einer Partei zum Beispiel dann in die Gremien reinbringt. Und das Gleiche irgendwie kann man ja auch für Generationen sagen. Da fehlt eben unter Umständen die Perspektive der jungen Menschen auch in den eigenen Strukturen und Parteien. Also es gibt ja da auch Ansätze, das aufzubrechen. Wenn wir uns jetzt die Kommunalpolitik anschauen, ich kann es jetzt nur für Magdeburg sagen, sind ja in verschiedenen Parteien deutlich jüngere Menschen jetzt auch engagiert, als das lange Jahre der Zeit war. Das zumindest zeigt, dass es da eine Offenheit gibt. Aber wir müssen tatsächlich Demografie nicht nur als haushalterische Herausforderung betrachten, sondern auch als eine der Generationen und des generationenübergreifenden Miteinanders und der Verständigung. Wir hatten das in Wittenberg, dass die Parteien extra, tatsächlich mehrere Parteien versucht haben, Kandidaten weit vorne, junge Kandidaten weit vorne auf die Liste zu setzen und die Alten, die vielleicht nicht mehr wollten, ganz hinten. Da haben wir aber dann genau das Problem, dass so viele ältere Leute zur Wahl gehen, dass die Jungen trotzdem nicht in den Stadtrat gekommen sind. Das ist ja genau so eine Frage, also das, wo man merkt, ne, es hätte natürlich als Partei tatsächlich, hat Nicole recht sagen, konsequenterweise sagen können, okay, dann zieht sich der sie jetzt 30 Jahre in der Kommunalpolitik war, einfach mal zurück. Dann steht er nicht auf der Liste, dann hat der Junge vielleicht auch eine Chance. Aber es ist eben, zeigt eben auch, wie das mit Wählerwillen gar nicht so einfach ist, ja, sich dann da durchzusetzen als unbekannter junger Mensch. Und wir haben ja diese Möglichkeit, immer mehrere Stimmen auf den Listen zu verteilen. Wir waren jetzt schon mehrfach beim Geld. Ja, ihr habt immer mal gesagt, sozusagen, du hast gerade von haushälterischen Fragen gesprochen, vorhin ging es auch um Geld für Beteiligungsgeschichten. Wie sieht es denn aus mit der Förderpolitik in Sachsen-Anhalt? Ich weiß nicht genau, wie ihr das einschätzt. Wird denn Jugendpolitik, oder wird Engagement für Jugendliche eigentlich genug gefördert? Gibt es da genug Ressourcen? Also ich würde ja bei den Fachkräften noch den Idealismus ergänzen wollen. Wir haben viele Fachkräfte, die machen ihren Job einfach aus idealistischen, selbstmotivierenden Gründen heraus, weil ihnen das Themenfeld wichtig ist, weil ihnen die Beziehungsarbeit mit den jungen Menschen wichtig ist. Und da stecken die schon prekäre Beschäftigungslagen teilweise weg. Das ist demotivierend für den Job. Aber sie haben trotzdem die Motivation und den Anspruch, das Bestmögliche für die Jugend zu tun. Die Fördersituation insgesamt ist stark verbesserungswürdig.
Wir haben in vielen Bereichen eine Projektförderung, die ist mal einjährig, mal zweijährig, je nachdem, ob das ein Einzel- oder ein Doppelhaushalt in diesem Land ist. Und wir haben einige Träger, die institutionell gefördert werden, die dann eher eine Stabilität in der Förderung haben. Nichtsdestotrotz kämpfen wir seit vielen, vielen Jahren in diesem Land dafür, dass wir wenigstens Förderungen analog der Legislatur bekommen, also sprich mindestens 5 Jahre. Um einfach sowohl für die Träger als auch für die Fachkräfte und ganz besonders auch für die jungen Menschen, die die Angebote nutzen, eine Kontinuität und eine Stabilität haben, damit man nicht dauerhaft in der Selbstbeschäftigung letztlich ist, von Antragstellung, Schreiben von Wirtschaftsplänen, Argumentation von Kostenbedarfen etc. pp. Und eben auch aus diesem prekären Beschäftigungsbereich herauskommt, was so Befristungen insbesondere anbelangt bei den Fachkräften. Das wäre ein wichtiges Ziel, was in diesem Land ist, noch zu erstreiten gibt, um einfach aus diesem ja schon stark Projektitis geprägten Jugendbereich rauszukommen. Das ist ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also es gibt auch schon immer mal wieder Ambitionen und Versuche, das zu verändern. Also es gibt auch durchaus in der Landesregierung, in der Landespolitik ein Bewusstsein dafür, dass das wichtige Förderpolitik ist. Und da gibt es auch positive Veränderungen, aber am Ende bleibt eben alles bei dem Klassiker Projektförderung. Und das ist eben meistens eine schwierige Grundsituation und bestimmte Bereiche wie zum Beispiel die Schulsozialarbeit oder so, da gibt es ja überhaupt keine planerische Perspektive jenseits von europäischen Förderprogrammen. Und auch das gehört natürlich zur Jugendarbeit und spielt eine relevante und große Rolle. Und da muss man tatsächlich von vertanen Chancen irgendwie in vielen Jahren reden, in denen es gar keine Schulsozialarbeit gegeben hat oder jetzt eben nur sehr prekär. Aber gerade was diese Projektförderung anbelangt, die ist Rettungsanker und Feuerwehr gleichzeitig. Aber sie ist halt auch schwierig, weil sie immer stark thematisch fokussiert ist. Also die Projektförderung richtet sich ja meistens nach einem Auftrag, zu einem Thema XY, zu dem man dann arbeiten kann. Wichtiger wäre es aber, eine stabile Strukturförderung im gesamten Bereich der Jugendarbeit zu haben, um eben über die Struktur Themen aktuell arbeiten zu können und dann immer auch je nachdem, was gerade der gesellschaftliche Schwerpunkt ist, was der Bedarf der jungen Menschen ist, das entsprechend auch anbieten zu können und nicht erst wieder das nächste Projekt beantragen zu müssen, um die Bedarfe der jungen Menschen ja zu berücksichtigen. Also ich vergleiche das immer ganz gern auch mit der Förderung von Jugendfreizeiten. Wenn ich mir überlege, ich sollte vielleicht dieses Jahr im Sommer den Antrag stellen, was ich mit jungen Menschen nächstes Jahr im Sommer mache und ich plane einfach mit denen dieses Jahr, sie haben Lust auf eine Kanutour, aber nächstes Jahr ist Kanufahren sowas von out. Ich habe jetzt aber die Bewilligung für eine Kanutour bekommen und die wollen aber im Beachvolleyballcamp haben. So, wie kriege ich das dann umstrukturiert? Dann habe ich immer einen Heidenverwaltungsaufwand und bin nicht mehr bei den Bedarfen der jungen Menschen und da steht die Projektförderung ein Stück weit im Ganzen im Wege. Wobei das jetzt, du hast vorhin den Punkt Zeiten weggelassen, ne? Das ist ja mein Eindruck auch, dass es grundsätzlich einen Gutwill gibt für Jugendarbeit im Land an vielen Stellen, aber wir scheitern ganz oft an diesen Zeiten. Also wir hatten das ja auch mit so einem Jugendbeteiligungsprojekt mit der Stadt und die wollte das und alles. Und dann haben wir 2010 irgendwas mit Jugendlichen erarbeitet, wie sowas gestaltet werden soll. Und 2015 stand dann die erste Bank, die so aussah, wie die Jugendlichen wollten. Dummerweise war von denen, die das mitgestaltet hatten, eben keiner mehr in Wittenberg, ja. Und das ist ja so ein Beispiel, was du jetzt auch bringst, ja, dass dann eben Zyklen sind. Ich soll heute ein Thema festlegen, was ich dann das ganze nächste Jahr bearbeiten soll. Und ich weiß, dann kommt Corona, ja. Und plötzlich ist für meine Jugendlichen der Fußballplatz schon deshalb kein Thema, weil sie ihn nicht benutzen dürfen, ja. Und die Fußballfreizeit kann ich sowieso und darf ich sowieso nicht machen. Aber ich könnte natürlich ein tolles digitales Projekt machen. Ja, sind wir schon mal bei Corona. Wie wirkt sich das aus? Was ist so euer Eindruck? Kommen Jugendliche damit klar? Ist das was, wo, also ich meine, die Einschränkungen gehen ja sehr weit. Das betrifft die Schule, die nicht mehr stattfindet, aber auch die ganzen Freizeitaktivitäten, die wegfallen. Das für Jugendliche vielleicht auch noch mal dramatischer, wenn sie sich im Elternhaus gerade nicht so gut finden, wenn sie nur einen Freund treffen dürfen, als für eine gesettelte Familie wo man vielleicht auch noch auf Arbeit geht und da Kollegen trifft. Wie schätzt ihr das ein? Wie sieht es aus mit Corona? Wie ist das für Jugendliche? Und ist das in Sachsen-Anhalt irgendwie, wird das irgendwie abgefangen? Ist das anders als woanders?
Wird da vielleicht nur kurz was allgemein zu sagen. Auch da denke ich, dass Nicole dann einen besseren Einblick hat. Ich glaube, die Pandemie, die ist halt wie so ein Brennglas und auf den Problemen, die wir schon vorher hatten. Ja, Stichwort Digitalisierung, Schulausstattung, prekäre Situation zu Hause in den Familien, Kinderarmut, fehlende Infrastruktur, was die Jugendarbeit angeht. All das, was vorher schon ein Problem war, ist jetzt unter Umständen noch ein größeres Problem. Also sind ja auch Chancen damit verbunden, Dinge neu zu denken und neue Menschen mitzunehmen. Aber natürlich da, wo vorher Probleme herrschten, sind sie durch die Einschränkungen nicht geringer geworden, sondern eher noch größer. Und hinzu kommt, zumindest aus meinem Gefühl her, sowas, das Problem der Nichtplanbarkeit. Also das ist sozusagen Politik, was man ja auch verstehen kann, aber auch nach einem Jahr nicht schafft, eine konkrete Planung, was Schule, was Kita, was Jugendarbeit und sowas angeht, vorzulegen, wo Menschen sich daran orientieren können. Auch das sozusagen ist ein Teil des Problems, ist vielleicht weniger die Situation. Ich glaube, dass da viele Menschen sehr viel besser mit klarkommen, als sonst immer so getan wird. Also, dass viele da sehr gut einen Umgang mit finden, angefangen irgendwie bei meinen eigenen Kindern, merke ich das. Das ist immer erstaunlich, wie Kinder Dinge mittun und akzeptieren, wo wir Erwachsenen vielleicht viel weniger akzeptieren würden. Aber es braucht halt eine Kommunikation, die Leute mitnimmt und das Gefühl gibt, wir wissen um die Probleme und wir kümmern uns um Lösungen. Und das fehlt mir manchmal in der Krise. Also was Corona jetzt auch wieder ganz deutlich zeigt, und da schließt sich in unserem Gespräch gerade auch wieder der Kreis zu Generationenkonflikt und zu Beteiligungsmöglichkeiten. Kinder und Jugendliche wurden in den letzten 11, 12 Monaten sehr, sehr stark wieder als Objekte gesehen und sehr stark in ihre Rollen entweder als Schüler, Schülerin oder als zu betreuendes Kind in der Kita betrachtet und weniger als junge Menschen mit eigenen Rechten und eigenen Ansprüchen und eigenen Bedarfen. Also wir haben ganz oft auch darüber diskutiert, dass Kinderrechte gerade wieder rückläufig sind und nicht in der Form im Rahmen der Pandemie Beachtung finden, wie wir uns das eigentlich vorher erkämpft haben und wie wir das weiter verfolgen wollen. Der Blick auf junge Menschen ist wieder sehr enger geworden in vielen politischen Entscheidungen, was pandemiebedingt sich vielleicht erklären lässt, aber nicht gut zu heißen ist an verschiedenen Punkten. Da hätte so ein Jugendgremium eigentlich auch mal Platz finden können, aus meiner Sicht. Also so ein Jugendbeirat, so ein Jugendrat, der mal mit der Landesregierung zusammen am Tisch sitzt und erzählt, was aus Sicht junger Menschen eigentlich gerade wichtig ist zu tun. Ich habe in anderen Runden gesessen, da habe ich von jungen Menschen gehört, wie sie sich Schule vorstellen oder wie sie sich Freizeit vorstellen. Und da waren durchaus spannende Ideen dabei, die diskussionswürdig sind und die man einfließen lassen sollte. Insgesamt stelle ich fest, dass junge Menschen mit all den Einschränkungen, die wir alle tagtäglich erfahren, gut klarkommen, dass sie sich ja mit der Pandemie arrangiert haben, klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber sie sind souverän geworden im Umgang mit dem ganzen Setting. Sie wissen, wie sie sich verhalten können. Du hast vorhin das Beispiel mit dem kleinen Mädel gehabt und dem Opa und Maske aufsetzen. Das nehmen die total ernst. Sie sind da rücksichtsvoll und auch stark reflektiert. Haben aber natürlich und zu Recht auch Sorge um ihre eigene Zukunft. Und fragen sich in der Tat, wie soll ich einen Schulabschluss schaffen? Wie soll ich den Zugang zu einer Ausbildung hinbekommen? Schaffe ich mein Studium, wobei ich im ersten Semester noch nicht mal auf andere Studierende getroffen bin und alles hier online passiert? Es sind alles Fragen, die junge Menschen jetzt primär umtreiben und die eigentlich zeitnah eine Antwort brauchen. Und das heißt, wir müssen uns sozusagen auch nochmal die Strukturen, die wir vorhalten für junge Menschen, reflektierend anschauen und überlegen, ist das Bildungssystem, was wir seit ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten haben und wie festgefahren das ist, wirklich noch das Bildungssystem, was die Bedarfe und die Interessen der jungen Menschen abgreift? Oder ist es jetzt wirklich an dem Punkt, dass wir endlich Bildung ganz neu denken müssen in der Schule und da ganz andere Ansätze fahren müssen? Können wir nach der Pandemie einfach wieder zurück zu dem vorher in puncto Schule oder müssen wir wirklich das jetzt als Chance begreifen und Veränderungen herbeiführen? Die gleiche Frage stellt sich für die ganze Digitalisierung.
Da ist ja nicht ausreichend damit getan, jedem jungen Menschen ein Endgerät in die Hand zu drücken. Wir brauchen auch einen Breitbandausbau und wir brauchen vor allen Dingen auch Menschen, die medienkompetent sind, Mediendidaktik beherrschen, Medienbildung beherrschen, um eben auch den Umgang mit der ganzen Digitalisierung entsprechend und adäquat begleiten zu können. Also ich glaube, da das, was Pascal vorhin mit dem Brennglas und den vielen Punkten benannt hat, das lässt sich für viele, viele Lebensbereiche gerade aufzeigen. Und ich fände es wichtig, wenn wir das nicht für junge Menschen alles entscheiden würden, sondern wenn wir auch an der Stelle wirklich in die Diskussion mit den jungen Menschen ernsthaft hineingehen würden. Weil wir erleben es, die haben die Ideen, die haben die Vorstellungen und sie wollen auch vor allen Dingen mitgestalten. Und wir müssen es tatsächlich angehen und auch reflektieren, ja, also evaluieren auch, was in dem Jahr passiert ist. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass es nach der Pandemie, wenn es das hoffentlich irgendwann mal gibt, sehr schnell darum geht, irgendwie, wie kann man die bisherigen Strukturen so weit wie möglich retten und wo man wieder über Kürzungsdebatten, wird man wieder mit von Kürzungsdebatten konfrontiert. Und das lässt natürlich wenig Spielraum für die spannenden Fragen, die Nicole jetzt alle aufgeworfen hat. Aber vielleicht gibt es andersrum ja auch sehr viel mehr motivierte Menschen, die aus den Erfahrungen dieser ein, zwei Jahre auch sagen, natürlich, wir wollen uns einbringen und wir wollen auch gehört werden mit unseren Stimmen. Und das macht dann auch wieder ein Stück weit zuversichtlich. Ich glaube, es ist wirklich beides. Ne? Das eine ist halt auch, weil du hast ja auch wieder eine Ohnmachtserfahrung, gerade auch bei Jugendlichen. Das, was Nicole ja auch beschrieben hat, die sagen, ja, also meine Kinder sagen jetzt, ist so ein Unsinn, jetzt bei 106, ich glaube heute 134 in Wittenberg, fangen wir nächste Woche mit der Schule an, damit wir übermorgen wieder aufhören. Jetzt, wo wir gerade wissen, wie Online-Lernen geht, ja, müssen wir uns wieder umstellen auf Teilpräsenzlernen, was eigentlich die schlechteste von beiden mit sich bringt. Das ist jetzt die Sicht meiner Kinder, die haben natürlich hier privilegierte Bedingungen bei uns, ja, aber die gucken sich das ganz genau an und sagen, also so haben wir uns jetzt nicht vorgestellt, dass wir jetzt 2 Wochen Schule machen. Oder wie ein Lehrer eben auch bei Twitter schrieb, sagte, Wechselunterricht hieß, dachte nicht, dass Wechselunterricht heißt, dass wir jetzt 2 Wochen Schule machen und dann 2 Wochen zu und wieder 2 Wochen Schule, ne? So, weil das, also das finde ich, das erlebe ich da auch, aber es ist eben immer so, auch die erleben eben auch diese Ohnmacht, ne? Nicole, weiß nicht, warst du bei dem Gipfel dabei? Es gab ja so ein Gespräch mit der Landesregierung und Jugendlichen, hat das funktioniert? Wäre das wenigstens ein Einstieg oder war das nicht so gelungen? Das fand ich schon einen sehr spannenden Einstieg. Da waren sehr interessierte, engagierte junge Menschen dabei, die in der Tat auch wirklich gute Sichtweisen hatten, ihre eigenen Sichtweisen hatten, Positionen vertreten haben, auch überlegt haben, wie kann es mit der Schule aussehen, ähnlich auch wie du das gerade beschreibst, was ist mit meiner Freizeit, was ist mit Freunde treffen und wo werden wir gehört, wo werden wir mitgenommen, was aber bei solchen Runden immer mich auch ein bisschen irritiert ist, wenn es dann die Hauptamtlichen gibt, die dann den Redeanteil gleich auf Gegenargumentation für junge Menschen ausrichten. Also das verstehe ich nicht unter Zuhören und unter Beteiligung an der Stelle. Wenn ich einen Gipfel für junge Menschen mache, dann finden die in meiner oder müssen die aus meiner Sicht dann auch den ganzen Raum bekommen, um sich dort mit ihren Ideen präsentieren zu können. Da muss man das nicht alles werten und schon mal erklären, warum Dinge nicht gehen. Dann hatte ich euch versprochen, dass wir nicht so lange machen. Deswegen komme ich mal langsam so gegen Ende gehen wir auf den Schluss zu. Jetzt habt ihr ja ein bisschen auch einen Einblick in die Nachbarbundesländer in Ostdeutschland. Ja, wir haben jetzt vor allem über Sachsen-Anhalt geredet. Gäbe es denn irgendwas aus den Nachbarbundesländern, wo ihr sagt, auch wenn wir das in Sachsen-Anhalt auch noch hätten, das wäre toll? Also für die Demokratiebildung kann ich vielleicht vorsichtig sagen, dass Länder wie Brandenburg oder mittlerweile sogar Sachsen das besser tun. Also die nehmen wesentlich mehr Ressourcen in die Hand und versuchen auch kontinuierlich Dinge zu fördern. Also das wird in Sachsen-Anhalt wird da auch schon sehr viel getan, aber das ist doch schon immer auch wieder ein Kampf und das ist nicht über so viele Jahre konsistent. Und da sind irgendwie Sachsen und Brandenburg bei Thüringen, da habe ich nicht so einen guten Einblick, vielleicht auch an bestimmten Punkten sind die da weiter, weil das selbstverständlicher ist, weil es kontinuierlicher ist und weil es breiter aufgestellt ist. Also da kann man sicherlich noch mal schauen. Ansonsten wäre meine These erstmal, dass insbesondere da, wo es um strukturschwache Räume geht, die Probleme und Herausforderungen ähnlich sind. Aber natürlich macht es Sinn, noch mal zu schauen, gibt es dort besondere Projekte oder Strukturförderprogramme, die auch beispielhaft für Sachsen-Anhalt sein können. Also was mir spontan einfällt,
ist kein ganzes Bundesland, sondern ist eine Stadt in einem anderen Bundesland, und zwar Rostock, die eine kostenfreie Beförderung für junge Menschen anbietet. So ein Schritt in Sachsen-Anhalt, also wir kriegen ja das Azubi-Ticket, aber das ist ja noch keine kostenfreie Beförderung für junge Menschen. Und auch die Schülerbeförderung, die wir im ländlichen Raum haben, hilft ja nicht dazu bei, dass ich nachmittags Freunde treffen kann oder dass ich zum Jugendclub fahren kann oder dass ich einfach just for fun mal 5 Dörfer weiterfahre, um zu gucken, ob da jemand abhängt. Ich glaube, mit mehr Mobilität und auch fahrenden ÖPNV-Bussen beispielsweise im ländlichen Raum, wäre für junge Menschen schon mal ein ganz Stück was getan in diesem Land. Und die Busse fahren ja meistens so oder so, ob da jetzt 5 Jugendliche mehr oder weniger drinnen sitzen. Der Bus ist eh unterwegs. Dann kann man auch die Beförderung von jungen Menschen erstmal einfacher machen. Und damit hat man eine stärkere Mobilität und eine stärkere Unabhängigkeit, die auch zu einem Empowerment der jungen Menschen beitragen kann. Jetzt hat sich Nicole vielleicht schon für meine vorletzte Frage die Antwort weggenommen. Die wäre nämlich gewesen, ihr seid ja beide im Landesjugendhilfeausschuss, aber offensichtlich könnt ihr da ja doch nicht alles verändern, so wie ihr wollt. Also bewegt da bestimmt Dinge, also den Eindruck habe ich schon, aber jetzt, wenn ihr euch jetzt vorstellt, das wäre meine Frage gewesen, vielleicht war es Nicoles Antwort schon, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr dürftet ein Ding einfach mal durchsetzen für junge Menschen. Also es gibt jetzt eine Sache, wo die Politik sagen würde, okay, wir haben jetzt hier mal eine bestimmte Summe und die könnt ihr jetzt umsetzen und jeder darf sich eins aussuchen. Was wäre das, was ihr umsetzen würdet? Ich Oh. würde, glaube ich, noch mal was gegen Kinderarmut tun wollen an der Stelle. Also frühkindliche Bildung von Anfang an, Kita, Schule, Lehrmittel etc., pp., Mittagessen, alles kostenfrei zur Verfügung stellen, damit alle Kinder erstmal den gleichen Zugang zu allen Bildungsmöglichkeiten haben. Dazu kann man gerne auch die ganzen Vereinsstrukturen zurechnen, damit es keine Vereinsmitgliedsbeiträge mehr benötigt etc., pp. Und wir den jungen Menschen einfach fürs Aufwachsen den Zugang zu allem, was sie interessieren könnte und was sie benötigen, zur Verfügung stellen, ohne da finanzielle Schranken aufzumachen. Zu äußern, das wäre ja schon mal ein wichtiger Anfang, aber das wäre ja schon eine Mammutaufgabe, das zu tun. Also mir würde da auch noch mal die Schulsozialarbeit einfallen und den konsequenten Ausbau der Schulsozialarbeit und von Angeboten an Jugendlichen in Schule oder auch in der offenen Jugendarbeit irgendwie das zu in der Vielfalt zu erhalten und auszubauen und eben mit und auch die Chance zu haben, das mit kompetenten Fachkräften überall zu besetzen, um Jugendlichen Gestalt die Räume zu geben und zu öffnen, die sie brauchen, um sich auszuprobieren. Auch das sicherlich nicht mit einem Budget von 1 Million Euro machbar, aber du hast ja so gefragt. Ja, ist schon, darum ging es ja auch. Wir wollen ja auch, wir müssen ja auch mal, also ich erlebe ja Politik auch manchmal fantasielos und vielleicht ist es ja auch gut, manchmal ein bisschen Utopien zu haben und zu denken, ein Stück weiter zu denken. Und das mit der Schulsozialarbeit ist jetzt ja gar nicht so wahnsinnig weit, sondern tatsächlich ein sehr konkreter Bedarf. Die Herausforderung für Nicoles Ziel ist natürlich noch ein Stück größer, weil es ja auch viel mehr Ebenen umfasst. Also das ist ja, also da ist ja auch eine, wäre auch die Frage nochmal, was Armut ist und was das alles umfasst und ja, auch so auch bisher auch nochmal Zugangsmöglichkeiten zu Dingen, die ungleich sind. Das ist ja auch, was wir in der Schule jetzt gerade wieder sehr deutlich erleben. Also das ist, glaube ich, eine große Baustelle. Also was würdet ihr sagen, wo steht junge Menschen in Ostdeutschland heute? Also ich glaube, junge Menschen in Ostdeutschland brauchen Strukturen, die ihnen die gleichwertigen Lebensbedingungen in Stadt und Land gleichermaßen sichern. Sie brauchen eine starke Gemeinschaft, in der sie Teil dieser Gemeinschaft sind, in der sie gehört werden, in der sie ernst genommen werden und wo sie auch entsprechende Entwicklungsbedingungen vorfinden, um sich selbst individuell in dieser Gemeinschaft entwickeln zu können. Ich denke, junge Menschen sind engagiert und interessiert. Sie wollen sich einbringen. Sie haben eigene Ideen. Sie brauchen dafür Räume, öffentliche Räume, aber auch geschlossene Räume, um sich auszuprobieren, um gehört zu werden, um ernst genommen zu werden und um Wirksamkeit zu erfahren.